Hallo Freunde und willkommen auf meinem Kanal, so funktioniert's. Heute geht es mal um das Thema Kartuschenpresse. Wenn ihr so eine Kartuschenpresse in eurem Baumarkt gekauft habt, weil ihr irgendwas verkleben oder verfugen wollt mit so einer Kartusche und jetzt aber nicht genau wisst, wie das Teil jetzt hier funktioniert, was dieser Hebel hier ist und wie ihr das anwendet, dann seid ihr hier goldrichtig. Ich zeige es euch, bleibt dran. Ja, die Kartuschenpresse kann bei euch etwas anders aussehen, aber die Funktion ist bei jeder eigentlich mehr oder weniger gleich. Es gibt immer so einen Sicherungsriegel und die Vorschubplatte natürlich, wo das Ganze rausdrückt, und überall muss man einen Hebel betätigen. Was ich euch noch empfehlen kann, kauft nicht gerade die billigste Kartuschenpresse, die ihr findet, denn oftmals ist der Hebel hier bzw. das Metall so dünn an dieser Stelle, wenn ihr dann mal ordentlich Druck aufbaut, verbiegt ihr diesen Hebel und ihr könnt ihn nicht mehr ganz randrücken. Also ich habe mir hier ein stabiles, ordentliches Werkzeug hier geholt und mit dieser habe ich jetzt eigentlich schon jahrelang Freude und nie ein Problem. Also es lohnt sich, wenn man das öfter macht, auch mal ein paar Euro mehr zu investieren. Ja, also die Funktion dieser Kartuschenpresse ist eigentlich denkbar einfach. Hier haben wir die Vorschubplatte. Die drückt dann das Mittel aus der Kartusche raus. Indem ihr diesen Hebel hier betätigt, wird es langsam nach vorne gedrückt. Um das Ganze zu entlasten bzw. die Kartusche wieder zu entnehmen, drücken wir diesen Hebel hier hinten und wir können die Vorschubplatte wieder rausziehen und die Kartusche entnehmen. Das war eigentlich der ganze Zauber. Das ist der Sinn dieses Hebels hier, der entlastet die Vorschubplatte, denn hier wird natürlich Druck auf die Kartusche aufgebaut und dadurch kommt natürlich mehr oder weniger Mittel hier vorne raus. Wenn es dann nicht mehr aufhört rauszuschießen, dann müsst ihr wieder hier diese kleinen Entlastungshebel hier betätigen. Dann spickt das Ganze schon auf, kann ein wenig fester nun gehen, da natürlich Druck drauf ist. Also müsst ihr fest drücken und dann spickt es eh schon weg. Dann seid ihr hier, dann seht ihr hier gleich, dass kein Mittel mehr rauskommt und ihr könnt auch noch die Vorschubplatte ein wenig rausziehen. Ja, Freunde, also wir haben hier jetzt diese Kartuschenpresse und wir wollen jetzt diese Kartusche auch hier einlegen und loslegen mit unserem Verfugen oder Verkleben. Was wir zuerst tun müssen ist, zuerst einmal hier diese Stange, das ist der Vorschub. Hier mit dieser Stange wird das Mittel rausgedrückt. Hier drinnen fährt dieses Teil beziehungsweise dieser Kreis, diese Platte hier, drückt dann mit diesem, also diese Schiene, drückt das Mittel dann vorne raus. Zuerst mal müssen wir natürlich diese Vorschubplatte hier entriegeln. Das machen wir mit diesem Hebel hier. Wenn wir diesen Hebel gedrückt halten, können wir die Platte hier nach hinten ziehen und somit jetzt auch unsere Kartusche hier einlegen. Ihr seht, jetzt haben wir natürlich, der Vorschub natürlich ganz hinten, und wenn wir jetzt drücken, dann seht ihr hier, kommt die Vorschubplatte langsam nach vorne. Also ihr müsst euch, die Vorschubplatte ist dann natürlich da drinnen und drückt somit das Mittel davon hier drinnen vorne dann raus. Wir müssen jetzt aber, wenn wir jetzt unsere Spritze hier oder Presse entriegelt haben und vorbereitet, können wir eigentlich schon loslegen. Wir müssen jetzt nur noch die Kartusche vorbereiten. Also ihr kauft sie so in eurem Baumarkt, da ist meistens so eine Spitze hier dabei. Falls nicht, müsst ihr diese extra kaufen, gibt es aber auch meistens im selben Regal. Dann müssen wir natürlich unsere Kartusche hier öffnen. Wie machen wir das? Ja, mit einer Schere geht es vielleicht nicht so gut. Ich würde euch einen Seitenschneider empfehlen oder ein Cuttermesser. Damit könnt ihr hier die Spitze hier einfach abschneiden. Nicht zu klein, das sollte schon hier, wo das Gewinde hier anfängt, die erste, also hier am Anfang sollten ihr die jetzt, ich zeige euch das kurz hier so, hier. Da ungefähr solltet ihr das abschneiden, damit auch genug Mittel rauskommen kann. Sonst kommt dann, wenn das Loch hier vorne zu klein ist und ihr zu stark
mit der Presse den Vorschub betätigt, dann drückt es euch hier das ganze Silikon oder Kleber hier hinten raus und ihr habt dann die ganze Presse und alles versaut, Freunde. Nicht zu vergessen, dass auch das Mittel dann verschwendet ist. Deshalb schneiden wir das Ganze hier ab, setzen dann unsere Spitze drauf. Diese können wir einfach drauf drehen. Mit diesem hat beides ein Gewinde. Und bei mir ist die Spitze jetzt schon offen. Wenn sie bei euch noch nicht geöffnet ist, schneidet sie einfach so leicht schräg ab. Je nachdem, wie groß eure Fuge oder das, wie viel von dem Mittel rauskommen soll, eben weiter hinten oder weiter vorne abschneiden. Ihr seht ja, das Rohr wird hier dicker, also schneiden wir hier in der Mitte ab oder hier vorne, wenn wir weniger raus haben wollen. Mein Loch ist jetzt ziemlich klein, ich würde es jetzt noch ein bisschen weiter abschneiden und dann kann es schon losgehen. Wenn jetzt hier beide Öffnungen aufgeschnitten sind, dann legen wir das Mittel hier ein, die Kartusche. Und jetzt haben wir hier die Vorschubplatte ganz hinten, das heißt, das würde jetzt rausfallen wieder. Ihr seht, zack, das wollen wir natürlich nicht. Also wir legen es ein und drücken jetzt einfach hier hinten die Vorschubplatte, bis sie ansteht nach vorne. So, jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist es gesichert. Es kann nichts mehr rausfliegen. Die Vorschubplatte ist jetzt hier hinten drin, im Gehäuse hier ungefähr. Und jetzt, wenn wir jetzt den Hebel betätigen, drücken wir schon das Mittel raus. Wenn ihr umso mehr Druck hier aufbaut, umso mehr und schneller schießt das Mittel, der Kleber oder das Silikon hier vorne raus. Wenn, und es hört dann auch nicht auf, bis der Druck ausgeglichen ist. Falls ihr jetzt möchtet, falls ihr jetzt aufhören möchtet, müsstet ihr, weil ihr jetzt natürlich hier nicht einfach rausziehen könnt, diesen Hebel wieder betätigen. Das kann dann ein bisschen schwerer gehen, weil es unter Druck steht. Ihr müsst hier dann fest draufdrücken und dann könnt ihr ein bisschen nach hinten ziehen. Dann ist der Druck rausgenommen und es kommt vorne kein Mittel mehr automatisch aus der Kartusche. Wenn ihr dann wieder weitermachen wollt, dann drückt einfach wieder den Hebel und es geht wieder weiter. Also hier kann man sehr gut die Mittelmenge dosieren. Ich würde nicht so oft bzw. nicht zu stark hier pressen, sondern mal schauen, wie viel Mittel kommt überhaupt raus und dann loslegen. Also wir entriegeln wieder. Zum die Kartusche entnehmen, entriegeln wir wieder, ziehen die Vorschubplatte nach hinten und können das Mittel jetzt entnehmen. Wenn wir jetzt die ganze Kartusche nicht aufgebraucht haben, dann können wir, um zu verhindern, dass das Mittel nach einer Zeit aushärtet, das Loch, die Öffnung mit einer Schraube oder einem Nagel hier verschließen. Steckt ihr einfach oben was rein, damit da keine Luft mehr dazu kommt, dann könnt ihr es noch, ich sage jetzt mal einen Monat, einen guten Monat noch weiterverwenden, aber danach wird es wahrscheinlich auch aushärten. Also es empfiehlt sich immer, die Tube möglichst zeitnah aufzubrauchen. Und ja, das war eigentlich der ganze Zauber. Und vergesst auch nicht, die Kartuschenpresse zu reinigen, sonst sieht es so aus wie bei mir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar. Und vergesst auch nicht, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Damit könnt ihr mir wirklich helfen. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Macht's gut, Freunde. Bis bald. Ciao.